Besen. Welchen Weg der Schwimmer innerhalb von 50 Perioden zurück? So, wie lautet hier der mathematische Ansatz? Bitte immer dran denken, selbst wenn Sie das Ergebnis mit dem GTR rechnen könnten, müssen Sie den mathematischen Ansatz formulieren. Hier ist das ähnlich. Also Sie sehen, Sie haben die Geschwindigkeit. Die Periodendauer wissen wir schon. Die Periodendauer war 2π durch 12. Und das heißt, da es 50 Perioden sind, 50p sind dann 100π durch 12. So, jetzt haben wir das. Ja, weiter. Jetzt müssen Sie bedenken, dass eine Geschwindigkeit gegeben ist. Wie kommen Sie von der Geschwindigkeit zur Strecke? Habe ich mit Ihnen gemacht? Sehr richtig. Also, ganz wichtig. Also das S von t ist irgendwie das Integral von 0 bis, vielleicht müssen Sie ein x schreiben, von 0 bis x, v von t dt. Das stimmt nur dann, wenn S an der Stelle 0, 0 ist. Also vielleicht steht da noch ein plus c da, wenn wir da eine bestimmte Strecke gegeben haben. Lesen Sie bitte nochmal die D vor. Welchen Weg legt der Schwimmer innerhalb von 50 Perioden zurück? So, was müssen Sie also jetzt hier rechnen? Also innerhalb von... Egal, von 0 bis 50. Bis 50 Perioden. Ja, von V von T, T, T. Also sprich von 0,4 mal Sinus 12 T bis 1,5. Jawohl, so sieht es aus. Und jetzt müssen wir das Ganze hier stammfunktionieren. Also, ist das gleiche wie das Integral von 0 bis 100 Pi Zwölftel, ohne Integral, jetzt mit Stammfunktion. Was ist eine Stammfunktion von dem Ding? Das sollten Sie können. Also Stammfunktion vom Sinus ist minus Cosinus. Also brauchen Sie ein Minuszeichen. Minus 0,4 Cosinus 12 t. Aber so stimmt es nicht. Plus 1,5 t. Und durch 12 bitte. Durch die innere Ableitung teilen. So, und das an den Grenzen 0 und 100 pi Zwölftel. So, das setzen wir ein. Also setzen wir die 100 Pi Zwölftel ein. Dann sehen Sie, da kommt Cosinus 0,4, minus 0,4 mal die 12 geht gegen die 12 weg, mal Cosinus 100 Pi plus 1,5 mal dem, also das heißt 1,5 mal dem 100 Pi Zwölftel, den habe ich dann hier eingesetzt, minus untere Grenze, das ist minus 0,4 mal Cosinus, wenn ich da 0 einsetze, kommt Cosinus 0 raus, durch 12, das von da noch, und dann steht da plus 1,5 mal 0, also quasi noch minus 0. Ja, so, und jetzt, was fällt Ihnen auf? Oder fällt Ihnen da überhaupt was auf? Also das hier, das Minus mit dem Minus gibt ein Plus. Cosinus von 0 ist 1. Cosinus von 100 Pi ist, das sollten Sie wissen, Taschenrechner sagt es Ihnen auch, geradzahlige Vielfache von Pi und davon der Cosinus sind immer plus 1. Das heißt, diese Zahl hier ist ebenfalls 1. So, und das heißt, hier habe ich plus 1, minus den Ganzen. Das heißt, das hebt sich komplett gegen das weg und es bleibt das hier übrig. Es bleibt also übrig 1,5 mal 100 Pi durch 12.
Das ist das Ergebnis. Keine Ahnung, was da genau rauskommt. So, warum hätten Sie mir das von vornherein sagen können? Das heißt, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, bei der Aufgabe steht kein I-Stern dabei. Das heißt, das hätten Sie auch in Klasse 10 ohne Integralrechnung lösen können. Warum? Nun, wenn Sie eine Periode gehen, dann sind Sie hier ein bisschen zu schnell, hier ein bisschen zu langsam, das hebt sich gegenseitig weg. Das heißt, das zu schnell und zu langsam sein hebt sich weg und Sie hätten einfach rechnen können, 50 mal eine Periodenlänge, 50 mal dem, das kommt dann da raus. Ja, das ist ja die mittlere Geschwindigkeit hier, also 50 mal die mittlere Geschwindigkeit, das ist genau das hier. Ja, also deswegen war klar, dass das rauskommen muss. Das hier, 5, das ist V quer, das ist die mittlere Geschwindigkeit und das sind diese 50 Perioden. Das sind die 50 P. 50 Perioden mal V quer, das hat rauskommen müssen. Gut, lesen Sie bitte die E. Oder gibt es noch Fragen zur D? Dann lesen Sie mir bitte die E vor. Gleich 1,5. Gut, was fällt da zuerst auf bei dieser Aufgabe? Da ist ein Integral drin, das ist aber, das Problem ist eigentlich eher dieses 1/2. Hier steht 1/2 und hier steht 2. Was bedeutet 1/2 und 2 hier? 1/2 ist eine mittlere Geschwindigkeit. Ja, genau das. Also das heißt, Sie haben hier eine Intervalllänge von 2. Und 1,5. Es handelt sich also um eine mittlere Geschwindigkeit. Und das heißt, da muss jetzt irgendwie das Wort mittlere Geschwindigkeit rein. Und die mittlere Geschwindigkeit muss dann irgendwie, 1,5 sein. So, und jetzt fehlt noch der Anfang, also das heißt mittlere Geschwindigkeit. Der Anfang, was müssen wir am Anfang noch sagen? Ja, nicht als Zeitraum. So ist es, genau richtig. Also, wann, bitte denken Sie dran, wann beginnt? Ein Zeitraum von 2 Sekunden, ja. In welchem die mittlere Geschwindigkeit 1,5 Meter pro Sekunde beträgt. Ja, wann beginnt ein 2 Sekunden Zeitraum, und jetzt habe ich keinen Platz mehr, in welchem die mittlere Geschwindigkeit gleich 1,5 Meter pro Sekunde beträgt. Also ich wiederhole nochmal, wann beginnt ein 2 Sekunden Zeitraum, in welchem die mittlere Geschwindigkeit 1,5 Meter pro Sekunde beträgt. Gibt es Fragen zu der Aufgabe? Und ich sage Ihnen,